Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti, zusammen mit dem Mike im nächtlichen McFit. Und heute stellen wir eine Brustübung vor, und zwar die fliegende Maschine. Warum nennt sich das fliegende Maschine? Ihr kennt wahrscheinlich noch so den Begriff Butterfly-Maschine. Das waren vor allem die Maschinen, die ein Polster hatten, wo ihr mit dem Ellbogen mehr oder weniger im 90-Grad-Winkel das Ganze vor euch vorangeschoben habt. Da saßt ihr quasi so drin. Hier ist das eine fliegende Maschine, weil ihr eure Hände benutzt, zugreifen müsst und das dann zusammenführen. Parallel eigentlich zu der gleichen Übung, die ihr im Liegen mit Kurzhanteln machen könnt. Nur hier, und das ist das Tolle, habt ihr eine gleichmäßige Belastung drauf. Bei den Fliegenden im Liegen auf der Bank, auf der Flachbank, habt ihr vor allem hier unten im 90-Grad-Winkel zur Schwerkraft eine riesige Belastung auf die Brust und oben fast gar keine mehr, beziehungsweise eben nur noch bei dem Gewicht, wenn ihr es ausgestreckt habt. Da entspannt sich dann so ein bisschen die Muskulatur. Das habt ihr hier nicht. Hier habt ihr eine gleichbleibende Belastung, gibt deswegen einen richtig guten Pump. Kann ich deswegen auch nur jedem empfehlen, den Brusttraining einzubauen. Der Mike macht das wie immer vor und ich schaue einfach mal, wie er das so macht und danach bin ich dran. Wir haben nur eine Einstellungsmöglichkeit, das ist die Sitzhöhe. Und die wollen wir so wählen, dass wir mit den Händen auf mittlerer Brusthöhe ungefähr sind. Unterer, mittlerer geht alles, aber nicht im oberen Teil und erst recht nicht auf Schulterhöhe. Wir wollen das nicht hier oben haben, sondern wir wollen es hier rausdrücken. Wie beim Bankdrücken, da wollen wir es auch hier rausdrücken, auf mittlerer Brusthöhe und nicht hier oben. Mike macht das schon ganz richtig, vor allem wenn man ein bisschen kräftiger ist und viel Gewicht drauf hat. Erst eine holen, dann die andere, das ist die sicherste Variante und zusätzlich mit dem Fußpedal, mit dem Hebel arbeiten. Hervorragend, genau. Hier die Schultern immer hinten und runter. Nach hinten und unten. Und da bleiben sie die ganze Zeit. Auch wenn ihr die Vorwärtsbewegung macht, das werdet ihr gleich von der Seite sehen, dann ist seine Brust immer vor der Schulter und nicht die Schulter vor der Brust. Und ihr seht, auch die kontrollierte passive Bewegung ist ganz wichtig hier. Kontrolliert das Gewicht runterlassen. Selbst wenn ihr hinterher ein bisschen schneller die aktive Wiederholung macht, aber die passive immer langsam. Okay, danke. Eigentlich will ich die Leute immer korrigieren, aber das funktioniert beim Mike nicht, denn wir trainieren zusammen. Und lange mit dir geduldet. Also, hier auch nochmal, erst eine. Darauf konzentrieren, dass ihr schon den richtigen Griff habt. Wie gesagt, auf untere bis mittlere Brusthöhe. Dann die zweite. Jetzt, Brust raus, richtig ausstrecken. Zusammenführen, möglichst eng zusammen, aber nicht berühren. Und langsam zurück. Versucht euch mal vorzustellen, wenn ihr die Arme zurücknehmt, dass ihr nicht gerade bleibt oder dergleichen, sondern dass ihr euch richtig öffnet. Ihr atmet tief ein und auch wirklich tief einatmen, dabei die Brust raus, als würdet ihr irgendwo an den Alpen stehen und einmal Luft holen wollen. Öffnen, ihr seht, die Brust kommt raus, der Brustkorb öffnet sich, ich atme tief ein. Und geht dann leicht in die Dehnung, so wie es sich für euch komfortabel anfühlt. Jetzt aber sacken wir nicht wieder zusammen und atmen ein und sacken zusammen. Nein, die Stellung nehmen wir jetzt und nur mit der Brust drücken wir es raus. Das heißt, öffnen, wir bleiben aber genauso und hier wieder vorstellen, öffnen und ihr seht, die Brust bleibt dann automatisch immer vorne. Und hier seht ihr, die Brust ist richtig aufgepumpt und man sieht die Brust und die wird nicht durch die Schulter verdeckt. Viele sitzen hier dran und machen den. Seht ihr meine Brust noch? Nein, die Schulter ist vorne, meine Brust nicht. So muss das aussehen. Dann geht es auch auf die Brust. Das heißt, immer dran denken, Schulter nach hinten und nach unten. Nach hinten und nach unten. Und hier schieben wir es dann mit der Brust vorweg. So benutzt ihr die Maschine richtig. Und dann macht es auch Spaß, weil ihr einen mörderischen Pump bekommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denkt dran, wenn ihr mehr davon sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt bei der McFit-Serie, dann schaut euch die anderen Videos an und abonniert den Kanal gerne. Euer Gotti.